So, dann wollen wir mal die nächste Quest machen. Wir sollen jetzt nämlich hier uns mit ein paar Todesrittern kloppen. Dann steige ich mal vom Pferd ab, spreche mal mit einem der Herren. Ich möchte mich mit dir kloppen. Jo, komm her. Ja. Bäm. Tot. Das war Nummer 1. Ich habe ihn halt jetzt mit dem Makro gekillt, damit es schneller geht. Komm wieder her, ich will dich killen. Bäm. Seht ihr, es macht recht viel Schaden. Und ist wirklich böse. Komm, werd böse, werd böse, werd böse, werd böse. Bäm. Nimm ich gleich mal den, damit der andere nicht dauernd am Boden rumliegt. Kann man auch gleichzeitig mit zwei machen, das wäre natürlich geil. Boah, geil. Bäm. Bam! So, Quest complete. die Quest wäre schon mal fertig. Die müssen wir dann hier hinten wieder bei dem Engel abgeben. Oder, nee, kein Engel, eine Walküre. Ich will auch so Flügel haben. Puh, das ist unfair. Komm her, Walküre. Brav. Danke dir. So. Nimm mal noch das Ding und den Umhang und den Ring. So, jetzt sollen wir auf den Scharlachroten, also sollen wir 100 Scharlachrote Verteidiger killen. Ich kill mich mal schnell hier durch, damit wir hier nicht angegriffen werden. Da ist noch einer. So. Null. Wir sollen uns jetzt eine Lore verkleiden. Da ist er auch schon. Und wir sind ein Pferd. WTF. Ja, sieht auch mal lustig aus. Geil. Naja, und dann laufen wir eben jetzt ins Pferd rum. Werden auch gleich hier schon mitgezogen. Und er freut sich, er kann mich mitnehmen. Juhu, dann laufen wir jetzt mal schön hier runter. Lol, da steht sogar die Lore. Naja, ich bin aber lieber ein Pferd. Pferde sind viel schöner als Loren. Nanananana. Das sieht wirklich richtig episch aus, wie das Pferd hier weggezogen wird mit dem Seil. Aber es funktioniert und solange es funktioniert, ist es doch gut. Jetzt sehen wir es gleich, wir laufen ganz dicht dran vorbei und nö. Haben keinen Bock, dieses unverdächtige Lorenpferd zu killen. Ich bin auch durch den durch. Naja, ihr werdet jetzt hier oben auf dieses Schiff gebracht und da dürfen wir dann. Oder auf das da. Und dann dürfen wir dann hier die ganzen Leute mit den Kanonen der Schiffen abschnetzeln. Oh, das wird ein Spaß. Da freue ich mich schon richtig drauf. Da kommt ziemlich hoch. Brav. Wow. So. Ja, du kannst mich jetzt hier wieder rauslassen. Und ich bin jetzt aus der Lore raus. Tada. Jetzt gehen wir auf einen der Kanonen. Da sitzen wir auch schon auf der ersten Kanone und müssen die ersten Reiter abschnetzeln. Habe aus diesem GM-Modus angehabt. Der ist jetzt aus. Und dann hauen wir sie mal kaputt. Hier ist leider gerade ein kleiner Posi-Bug, das macht aber nichts. Er greift einfach die andere Seite an, seht ihr ja hier hinten. Und da hinten fallen sie gleich um. Ein bisschen wieder nach hinten vielleicht. Treff. Und da kippen sie um. So. So müsst ihr dann einfach die ganze Zeit hier die ganzen Horden an Leuten kaputt schnitzeln. Da hinten gehen wir so kaputt. Und so. Das dauert ein bisschen. Mit beiden Schiffen kriegt ihr dann ungefähr die ganzen Leute kaputt. Ich mache es natürlich jetzt mal ein bisschen schneller, damit wir dann noch ein paar mehr Questen zeigen können. Ah, ist das schön. Ah, komm, sterbt. Au, 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 au. Au, 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 au. Das sind nämlich ganz schön viele und ihr werdet das garantiert nicht schaffen, die einfach so kaputt zu schnitzen mit euren Angriffen. So, noch 50 Stück. Ah, schieß mal noch ein bisschen mit dem Schiff drauf. Ja, wir schießen noch ein bisschen mit dem Schiff drauf.
Macht das uns keinen Spaß. Dann nehmen wir mal die Kanone. Jetzt mitten rein da. Bam. Wie sie alle umfallen. Das macht schon Spaß. Quest complete. So, Quest ist abgeschlossen. Und wir machen uns jetzt einfach hier querfeld ein, können wir da durchlaufen. Oder, was noch schön ist, habe ich gerade eben gesehen, wir benutzen den Skill hier. Wir haben jetzt hier einfach jetzt einen Skelettgreif bekommen und dann können wir dann dahin fliegen. Nur irgendwie funktioniert der Skill nicht. Probieren wir es gleich nochmal aus. Ah, schade, der Skill ist buggy. Ist nicht schlimm, ihr müsst nicht durch die Horden hier durchrennen. Das geht auch einfacher. Ihr macht dann einfach .st, das heißt, dass ihr zum Startgebiet gepoltert werdet, wenn ihr gerade mal zum Beispiel irgendwo feststeckt, keine Ahnung, in einer Klippe oder so und ist gerade kein GM da, macht ihr einfach .st, kommt ihr zum Startgebiet. Seht ihr auch, sind wir gleich hier in der schwarzen Festung. Dann können wir gleich gucken, ob wir vielleicht ein paar neue Skills gelernt haben. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Dann gehen wir nämlich gleich mal hinten zu einem der Lehrer. Guten Abend. Und bringen uns das mal bei. So. Und auch gleich eine neue Aura bekommen. Also Präsenz. Hier gibt es einmal hier die Blutpräsenz, die Frostpräsenz. Später gibt es noch dann die unheilige Präsenz. Ah, die kommt noch. Hier hinten können wir auch noch eine Quest abgeben, das ist einfach dafür da, dass wir mit dem Lehrer mal gesprochen haben. Gibt auch noch mal Erfahrungspunkte. So. Dann ab zurück auf den Boden. Ah, nochmal eine schöne Valkyrie. Und da sind auch schon unsere Freunde, die Geisel greifen. Gehen wir mal hinten auf unseren Freund, geben die Quest ab und bekommen gleich noch einen Rüstungsteil. Ja, lach nicht so doof. Das ist cool, das Rüstungsteil. Die Rüstung von DK sehen richtig gut aus. So. Jetzt sollen wir einfach wieder nach oben und dem Prinz Valaranus, schwieriger Name, sollen wir dann den Bericht geben. Fliegen einfach wieder hoch mit dem Geiselgreif. Die kann man auch als Reite kaufen, aber das können dann nur die Todesritter. Die Dinger finde ich richtig episch, vor allem die haben keine Federn. Ich frage mich, wie die Dinger fliegen. Ist richtig lustig. Ja, ich bin heute nur ein bisschen komisch drauf, weil bin von der Schule heimgekommen, bin total müde und ja, bin ich halt noch nicht so derbst auf der Höhe, aber das Video muss fertig werden und von daher mache ich hier weiter. Haben auch gleich die nächste Quest bekommen, der Wille des Lichtkönigs. Dazu müssen wir etwas machen und zwar, hier steht's, könnt ihr gleich hören, wir müssen in die Todesbresche und uns bei den Prinzen melden. Dann mal ab zur Todesbresche. Zieh noch gleich die Hose an. Sind wieder unten. Setzen unseren Speed ein bisschen höher. Oh, wow. Und da hinten müssen wir mit dem Prinzen reden. Guten Abend. Die Gegend verändert sich übrigens immer wieder, umso weiter ihr hier in der Questreihe voranschreitet. Das ist richtig geil gemacht. Ihr habt ja gesehen, hier vorne standen hier Bogenschützen. Jetzt sind hier ganz viele Todesritter. Und sogar ein Knömchen. Wie süß. So.
Jetzt, ja, sollen wir die Stadt angreifen. Ja, die Stadt. Das wird richtig genial. Und zwar werden wir jetzt hier hinten hingehen. Da gibt es dann eine kleine Gruft. Da sollen wir dann erstmal mit einem der Vorgesetzten sozusagen reden. Und dann wird's schon richtig böse. Dann dürfen wir nämlich den Leuten Informationen, müssen wir denen erpressen. Und zwar, indem man die dann foltern mit dem Dolch, indem man die dann damit richtig schön pieken. Das wird ein Heidenspaß. So, geh mal hier gleich die Quest ab. Da hinten ist auch Baron Totenschwur, der den vielleicht aus Naxxramas kennt. Nehmen wir auch gleich die nächste Quest an. So. Jetzt sollen wir. Oh, das mit dem Foltern kommen wir erst danach. Gut. Jetzt sollen wir erstmal hier 10 dieser Leute umbringen. Machen wir auch gleich. Hier guckt schon ein Geiselgreif rum. WTF. So, 10 Leute haben wir umgebracht. Jetzt geht's hier in die gute Stube. Da sollen wir noch ein paar Bauern nämlich killen. Gut. Danach brauchen wir noch den Bürgermeister und den Registratur. Registratur, ja, so heißt wirklich so, von Neu-Abalon. Gehen wir erstmal hier hinten hin, hauen die restlichen Bürger Quest kaputt. complete. Und dann geht's erstmal hier zum Bürgermeister, der sich hier hinten befindet. Da hinten steht er. Bürgermeister ist tot. Und da hinten ist auch schon die Registratur. Das Quest ist complete. tatsächlich ein Buch. Gut. Das haben wir erledigt. Und geben jetzt da hinten beim Baron Totenschwur in der Gruft die Questen wieder ab. Guten Abend. Gleich eine Folgequest bekommen. So. Ja, jetzt kommt das mit den Foltern. Das wird ein Spaß. Oh. Wo ist der Dolch? Wo ist der Dolch? Wo ist der Dolch? Der Dolch. Da. Damit dürfen wir den überzeugen. Haben wir sogar gleich zwei bekommen. Geil. Ah, diese Nadeln hier, die tun weh, das sage ich euch. Ah, ja, wie ich das liebe. Jetzt fischen wir uns hier gleich einen Bewohner, mal einen dieser Leute hier raus. Kill ich erstmal den und den. Das sind doch nur Zeugen. Und jetzt sag mir, was du weißt. Gib mir die Informationen her, du Spasti. Es dauert immer ein bisschen. Es sagt auch nicht immer jeder die Information. Die hat jetzt zum Beispiel keine Lust. Dann nehmen wir einfach jemand anderen. Die töten wir noch, sonst bringen die den gleich um, wenn er ausplaudert. Na komm, gib mir deine Informationen. Du weißt doch was. Weiß doch was. Ja, ich glaube, er spricht auch nicht. Das ist aber böse. Die sind heute nicht sehr gesprächig. Muss ich da vielleicht mit bestimmten Leuten reden? Mache ich das mal ein bisschen kleiner.